Mein Name ist Sonja Resch, bin Psychologin, habe in Wien studiert und habe immer wieder Praktikumsstellen gesucht und habe mir ehrlich gedacht, im Behindertenbereich, das mache ich, um das anzuschauen und zu wissen, das ist sowieso nichts für mich. Und es war genau das Gegenteil der Fall. Es hat mich gepackt, es hat mich fasziniert. Jeden Tag habe ich was Neues gelernt und vor allem habe ich es total motivierend gefunden, dass alles, was ich kannte, alle Materialien, alle Verfahren waren ungeeignet. Man musste sich immer selber was überlegen und das hat mir herausgefordert und mir gut gefallen. Es wird um Entwicklungspsychologie gehen bei Menschen mit Behinderung. Darum, was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede? Wenn ein Kind mit Behinderung auf die Welt kommt, wie reagieren die Eltern? Was ist anders? Wie ist es, wenn es in eine Institution kommt? Und wie ist es dann im Erwachsenenleben? Was hat das für einen Einfluss, wenn es so aufwächst? Aber auch, was sind die Gemeinsamkeiten? Was ist gleich beim Menschen mit Behinderung? Das werden wir uns anschauen und vor allem darauf achten, was es dann im Alltag mit diesen Menschen bedeutet. Nach dem Seminar, da sollen Sie in der Lage sein, ungefähr einzuschätzen, wie ist der Entwicklungsstand von meinen Klienten, in welchem Alter befindet sich die Person, weil wir dazu neigen, dass wir oft an einem vorstechenden Merkmal die Person beurteilen. Das heißt, wenn sie sprachlich sehr gut ist, überleuchtet das oder überschattet das das andere und wir überschätzen die Person ständig. Wenn jetzt aber weiß, dass ein Mensch mit guten Alltagsfertigkeiten, da reichen schon circa 6 Jahre, den Alltag in einer Einrichtung super bewältigen kann, dann komme ich vielleicht nicht mehr auf die Idee, dass ich einen 45-Jährigen am Abend allein ins Bett schickt, ohne Abendritual und davon ausgeht, dass der das alles alleine meistert. Da soll sich einfach der Fokus ein bisschen ändern durch das Seminar. Es ist ein großes Missverständnis, wenn man glaubt, dass das Erheben von Entwicklungsständen und der Vergleich mit Kindern heißt, dass man Menschen mit Behinderung wie Kinder behandelt. Auf gar keinen Fall. Sondern man nimmt die Entwicklungsphase, in der zum Beispiel körperliche Nähe sehr, sehr wichtig ist, das ist wie bei einem Kind zwischen 2 und 6 Monaten, und legt das um auf Menschen mit Behinderung. Das heißt nicht, dass ich mir die Person am Schoß nehme, sondern ich ermögliche Verschmelzungserlebnisse mit gemeinsamen Interessen, wie zum Beispiel gemeinsam Musik hören oder denken Sie an Fans, die gemeinsam ein Fußballspiel anschauen. Und das wirkt dann beziehungsstabilisierend, diese gemeinsame Qualität, dieses gemeinsame Erleben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich einen neuen Fokus mitnehmen. Weg von dem, was die Person macht, ist ein Problem, hin zu dem, warum macht die Person das, warum ist das in dieser Phase notwendig und wie kann ich die Umgebung gestalten, dass es nicht mehr notwendig ist. Und ganz, ganz wichtig ist mir zu vermitteln, dass die Menschen niemals erklärt werden wollen, die Menschen wollen immer verstanden werden.